Der Kesselberg in Oberbayern. Obwohl hier ein Tempolimit von 60 km pro Stunde und Überholverbot herrschen, ist die Strecke bei Bikern extrem beliebt. Hier kontrollieren heute Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Autobahnpolizei Holzkirchen. Der berühmt-berüchtigte Kesselberg gibt immer wieder Anlass für Beschwerden der Bevölkerung, Beschwerden der Verkehrsteilnehmer. Man beschuldigt sich oftmals gegenseitig. Der Radfahrer beschuldigt den Motorradfahrer, der Motorradfahrer beschuldigt den Pkw-Fahrer. Und das Ganze ein bisschen zu befrieden, sind wir öfters hier am Kesselberg, um da ein bisschen für Ruhe zu sorgen und auch mit der Tür mit den Menschen zu reden oder mit den Motorradfahrern zu reden, dass doch ein bisschen mehr Rücksicht auf die Anwohner nehmen und auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Nach wenigen Minuten winkt Jan Zangenfeind einen österreichischen Fahrer aus dem Verkehr. So, hallo, Verkehrskontrolle, Führerschein, Fahrzeugschein, bitte schön. Profil schaut schon mal gut aus. Was mir beim ersten Blick schon fehlt, ist der Rückstrahler. Der Rückstrahler fehlt mir. Wo wäre der? Ich hab nichts gehört. Der Rückstrahler fehlt. Rückstrahler? Ja, da, Rückstrahler. Ja. Wo ist der? Fehlt. Das ist auch in Österreich Vorschrift. Ja. Ja, schon. Bitte? Auch in Österreich Vorschrift. Ja, aber das sollte, also das sollte ein Zulassungsschein, oder wie heißt das? Ja, aber deswegen fehlt auch der Rückstrahler. Und ohne Rückstrahler gibt es keine Genehmigung. Aber das hat schon. Also ja, das da würde fehlt, bei das fehlt. Das würde bei gekauft. Ja, und das fehlt das Teil. Also warum verkaufen Sie so etwas, was nicht erlaubt ist? Weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie es nicht hingebaut. Gut, jetzt brauchen wir die Papiere. Ja, Moment bitte. Ja, ja. Der Rückstrahler, das ist auch bei der Hauptuntersuchung ein erheblicher Mangel. Das ist das einzige Teil, das nach hinten reflektiert, wenn das Fahrzeug ohne Beleuchtung im der Dunkelheit stehen bleibt. Wenn ich stehe, dann sieht mich keiner mehr. Das ist das einzige Teil, was dann nach hinten reflektiert und mich kennbar macht. Wenn ich stürze und ich rutsche in die Wiese raus, nach hinten reflektiert nichts mehr. Und das war nicht der erste Motorradfahrer, der durch seinen Reflektor in der Wiese abends entdeckt worden ist. Gut, haben Sie eine Zulassung für die Bremshebel dabei? Ja, am Handy. Am Handy? Ich brauche es in Papierform oder eintragen. Das kann ich nicht. Das ist ja, dann müssen Sie es eintragen lassen. Das müssen Sie komplett mitführen, also nicht im Handy. Nein, auch in Österreich nicht. Das muss nicht. Doch, dann müssen Sie es dabei haben. Und nicht im Handy. Ich habe alles dabei, also für die. Ja. Das ist für Aufruf. Auspuff. Das kann ich zeigen. Genau. Ja. Für den Lenker haben Sie da auch irgendwas dabei? Bitte? Für den Lenker? Ja. Ja? Wo? Im Handy. Nicht im Handy, ich will es in Papierform haben. Oder eintragen. Diskussionen, wo wir da oftmals führen müssen, beginnen meistens mit Ja, aber. Und Ja, aber hört der Beamte nicht gern. Wenn wir sagen, das ist so, dann ist das so. Und wir sagen das nicht aus Spaß. Und wenn dann das Gegenüber mit Ja, aber anfängt, führt das meistens zu nichts, weil wir wissen, was wir tun. Und wir wissen auch, was wir verlangen können und was der Verkehrsteilnehmer mitbringen muss. Schauen Sie, jetzt muss ich 25 Seiten durchblättern, bis ich hier einen Typ finde. Jetzt muss ich 25 Seiten durchblättern, bis ich den Typ finde, Motorrad. Ja. Ja, das kann es aber nicht sein, darum müssen Sie es auch mitführen. Und nicht im Handy. Handy ist nicht ausreichend. Also ich bin, das Ganze also wenn, komplett wenn jetzt, Papier mitführen. Wenn ich jetzt durch Österreich gefahren bin, ja, Sie sagen jetzt hier in Deutschland. Geregnet. Ja. Also wenn ich 25 Seiten nehmen würde, das ist nicht einfach. Also das glaube ich, dann eintragen lassen. Aber das muss nicht eingetragen werden. Dann mitführen. Jetzt glaube ich, drehen wir uns im Kreis. Sie wollen es nicht mitnehmen, aber zum Eintragen sind Sie zu faul, oder was? Aber wenn ich Sie können das eintragen lassen. Dann ist das ein für alle Mal erledigt. Also und ich habe keine Lust, da 25 Seiten da durchzublättern. Ich verstehe das. Genau. Ich habe schon einen Polizist gefragt, ja? Weil ich wurde schon aufgehalten. Und er hat gesagt, das reicht so. Reicht nicht. Also entweder original ja, mitführen okay, oder eintragen. Also und den Rückstrahler hinbauen, der fehlt einfach. Ja, das verstehe ich. Genau. Gut.
Gut, dann bekomme ich 15 Euro Strafe von Ihnen. 15. Ja. Das ist die unterste Grenze und dann nehmen wir halt die Unterlagen für den Lenker und für den Bremsen nächstes Mal mit. Oder wir lassen es eintragen. Das ist kein Problem. Wird auch in Österreich eingetragen. Steht dann unten drin, Lenker so und so, Bremshebel so und so. Dann ist das in Ordnung. Gut. Können Sie bei mir bezahlen, dann sind wir wieder gut. Also wie gesagt, in Zukunft alles mitnehmen. Passt. Und die Quittung. Und ein bisschen langsamer. Ja? Natürlich. 60. Für die fehlenden Papiere bekommt der Mann keine Extrastrafe. Aber für den fehlenden Rückstrahler muss er 15 Euro Strafe zahlen und darf weiterfahren. Ein älteres Motorrad rollt in die Kontrollstation. Führerschein, Fahrzeugschein, Bütchen. Alles neu, neue Reifen da. Ja. Schon ein älteres Mädchen. Ja, logisch. Eine Dame aber, gell? Mädchen habe ich jetzt nicht gehört. Da. Also, ja. Kann ich einen Fahrzeugschein? Mach ich den vor. Führerschein haben wir auch. Also, Picobello. Sagt er. Ja, du kannst gern kontrollieren, da stimmt alles. Hast du die Spoilerlippe dazu vielleicht dabei? Hä? Hast du diese Spoilerlippe dabei? Ja, das ist alles, alles original. Da ist eine Spoilerlippe drauf. Ja. Ja, da ist ein Bürger. Also schaut mal meine schöne Lady an hier. Gell? Da fehlt jetzt gar nichts. Ja? Alles original. Also ein Traum. Neue Reifen. Passt. Also da gehört die relativ hässliche Lippe drauf. Nein, schau her, das habe ich da. Da gehört eigentlich keine Lippe drauf. Das ist original, da ist keine Kante, da ist gar nichts. Ich habe alles da, was man braucht. Glaub mir's. Ich bin zufällig Zweiradmechaniker. Ja. Das sind meistens die schlimmsten. Motorradtechnik. Das sind meistens die schlimmsten. Und da stimmt jetzt wirklich alles. Also da kannst du jetzt schauen, da kannst du mit der Lupe suchen, gell, da stimmt jetzt alles. Ja. Ich habe da sämtliche Dinger da. Das ist da zum Beispiel für die Scheibe. Schau. Ja. Das ist für die Scheibe. Ja. Auspuff ist Eidrung, habe ich gesehen. Ja, ist alles. Aber hier macht sie auch noch eine Arbeit. Gell? Aber so ein schönes Moped habt ihr wahrscheinlich noch nicht aufgehört. So alt, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber ich wundere mich, weil da geht sowieso alles gemütlich da. Da gibt es für jedes Zubehör Sachen, gibt es dann Betriebsanleitungen oder so. Ja? Genau. Das weiß ich nicht. Ja? Da geht's, das ist eine Zubehörscheibe und manche haben eben um so eine Stoßkante bei den früheren Modellen. Aber das gibt's da. Und das ist bei dem Teil, also auf der KBA, nicht ersichtlich. Also da ist nichts eingetragen, beziehungsweise auf der Explosionszeitung ist keine Schutzlippe eingetragen. Also, sind wir alle zufrieden. Was halt nicht so schön ist, ist die Schutzkleidung, gell? Weil die hilft da halt. Was für Schutzkleidung, was die, was ja, aber gemütlich, weißt du? Ja. Aber bei der Hitze halt, also das kannst du nicht aushalten. Ja. Weißt du, was ich erfinde jetzt einmal was, dann wäre ich vielleicht reich. Mhm. So ein Motorrad-Kombi-Anzug mit Klimaanlage. Ja. Gibt es das schon? Ich glaube noch nicht. Nein. Kühljacken gibt es, aber Klimaanlage selber gibt es noch nicht. Eine Kühljacken gibt es schon? Kühljacken gibt es, ja. Eine Lederjacken? Ja, mit so Kühleinsätzen. Das gibt es schon. Also da bist du jetzt ein paar Jahre später mit der Erfindung. Ja, das war eine Sache jetzt, weil da wärst du reich. Ne, normal. Aber wie gesagt, selbst eine kleine Vorfahrtsverletzung und du rutschst ein paar Meter dahin. Ja, rutschen darf ich nicht. Nein. Du musst mal ja langsam machen. Genau. Alles klar. Ja, dann sag ich danke. Ja. Jetzt habt ihr mal eine schöne Lady gesehen. Eine GSX-R 1100. Ne? Mhm. Steht da nichts drauf, ja, aber das weiß man. Das weiß man. Und immer die Papiere dabei haben. Gell? Ja, genau. Derzeit. Das war ein echtes Original. Also beides. Das war Baujahr 92, also das Auto, das Fahrzeug. Er war auch nicht mehr der Jüngste. Beruf Motorradmechaniker, man möchte schon ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein eigentlich erwarten. Man muss jetzt nicht unbedingt mit der dicken Lederkombi fahren, aber zumindest eine abriebfeste Hose und eine dünne Sommerjacke gibt es ja auch. Aber halt so mit der kurzen Hose, mit kaputten Handschuhen fahren, das ist schon sehr verantwortungslos. Wie schnell das geht kann, selbst wenn man meint, wie er jetzt, der fährt vorsichtig. Trotzdem kann er irgendwie wegrutschen, irgendein Öl auf der Fahrbahn sein oder es kann ihm jemand die Vorfahrt nehmen und das kann er halt selber weder beeinflussen noch irgendwie steuern. Doch dafür ist keine Strafe fällig.
Hallo, Polizei. Das Ganze ist eine Bundesstraße und keine Rennstrecke.